Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play I Wanna Be The... Wir haben das letzte Mal aufgehört, hier bei Mecha Birdo. B-I-R-D-O, für die Leute, die können nicht Englisch und ich nicht Deutsch können. Ich sei ein Shorty-Cuber. Ich hier spiele ein I-W-B-T-G-Y. Das Y steht für das Ende von Guy. Für die Leute, die das nicht wissen. Ja, ich weiß, dass man Guy mit Y schreibt. Und gay auch, wisst ihr das? Das ist cool. Nein, das ist nicht. Schwul ist das. Das ist einfach nur schwul. So, spring. Yo, ihr seht, nicht ich, sondern er hat noch immer keine Augen. Aber ich recorde trotzdem schon an einem anderen Tag. Ich wollte es nur wieder so hinbringen, dass er keine Augen mehr hat. Nein, Scherz, ich habe schon einfach zwei Recording-Sessions probiert, ihn zu besiegen. Ich möchte das nämlich innerhalb der ersten 5 Minuten schaffen. Ich möchte mich hier nicht stundenlang rumschlagen. Das heißt, ich recorde jedes Mal extra neu. Für die ersten 5 Minuten recorde ich jedes Mal extra neu. Weil das kann ich nicht so machen, dass ich... Oh. Dass ich einen Cut setze. Das geht nicht. Hopp, hopp, hopp. Das war knapp. Komm her. Komm her. So, jetzt darf ich wieder nicht da vorne dran. Okay, was jetzt? Macht's Boom? Ich habe Angst, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo muss ich hin? Panik? Panik. Okay. Ich speichere lieber nochmal ab. Also ich schätze, ich darf nicht hier runter. Ja, das ist einmal eine gute Schätzung von mir. Was war jetzt? Spiel. Ach komm, sag nicht, ich muss ihn nochmal machen. Gut, auf jeden Fall, ich hab's auf Band. Leute, ihr habt es gesehen, ich habe Mecha Birdo besiegt. Ihr könnt es mir nicht mehr unter die Nase schieben. Birdo tot. Cut. Hey, ich bin wieder da. Hallo Leute, ich bin Shorty. Toter. Ich mein Cuba. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. So, jetzt müssen wir uns da irgendwie da nach rechts. Oh, warte, da kenne ich ja das. Oh, da bin ich tot. Kann ich da links? Nein, da kann ich nicht. Muss ich richtig springen? Dann springe ich da rauf, wo ich nicht rauf kann. Dann renne ich daher und verrecke irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verrecke wirklich. Oh, Shorty, geh weg. Du darfst ja nicht her. Nein, siehst du, du fliegst runter. Du kannst es nicht. Nee. Nee. Nicht können. Nicht können. Nicht können. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So, bin ich da sicher, wenn ich... Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall sicher. Hui! Ah, Safety! Safety! So, ich will sterben. Danke. Das war ein Erleichterungssterben. Das war ein zweites Erleichterungssterben. Ja. Mal schauen, wo ich immer respawn... Okay, ich respawn da unten, das ist nicht so schlimm. Okay. Ah. So, wir haben jetzt Mecha Birdo hinter uns und ich bin froh, dass ich ihn nicht noch ein zweites Mal machen musste. Der Typ, der hier vorhin kommentiert hat, ist übrigens ein zweites Ich von mir. Halt die Fresse. Ah, nicht schon wieder. Sorry. Also ja, wir müssen also jetzt da irgendwie da durchkommen und ich glaube es aber nur. Ich bin zu unfähig dafür. Es kann aber auch sein, dass ich nur unfähig bin und es irgendwie auch schaffe. Nur ich glaube, ich schaffe es nicht, weil ich unfähig bin. Das kann schon sein. Was seid ihr? Okay, also ich sehe auf jeden Fall, es wird schon schwieriger, anspruchsvoller. Gut. Bleibt der Film weg? Das ist meine Frage.
Vor allem diese Stacheln. Ich traue diesen zwei Stacheln da unten nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die fliegen rauf oder runter. Oder, nein, nicht runter, sondern seitlich. Na, sage ich, die fliegen seitlich. Ja, wieso sollten dort Stacheln drinnen sein? Na dann. Na dann. Ui, das war ein Stückchen zu weit. Das war ein Stückchen zu früh. Das war auch wieder ein Stückchen zu früh. Aber ich muss ehrlich zugeben, das Spiel macht relativ viel Fun. Wieso ich da immer zum Schluss springe? Ich habe immer das Gefühl, dass der eine Stachel trotzdem noch hochfliegt. So, so. Und hopp. Verdammt, ich wollte hochspringen. Das war ein Stückchen zu spät. Ei, ich schwitze wie Sau schon wieder. Gut. Stachel von unten. Das muss aber auch schmerzhaft sein. Ich meine, hallo, da berühre ich den Stachel und dann zerfetzt es mich so jedes Mal. Hallo, ich meine, hallo. Kennt ihr das Wort hallo? Ich kenne es. Man schreibt es mit Doppel-L, nicht mit einem L. Mit einem L ist es ein Spiel, Leute, das dürft ihr nicht verwechseln. Bitte, bitte, verwechselt es nicht. Danke. So, sterben. Ich glaube, ich fehle. Kann das sein? Ich meine, Zuschauer, kann das sein, dass ich fehle? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur immer wieder, dass ich hier durchkomme. Ich sehe hier kein einziges Mal, dass ich sterbe. Seht ihr es? Ich nicht. Ja, klar. Okay, also wir haben das letzte Mal hier auch... Sorry, nein. Natürlich merke ich, dass ich hier verrecke. Das braucht ihr mir nicht sagen. Braucht ihr mir nicht schreiben, dass ich da wirklich sterbe. Shorty, was machst du? Du verreckst ja kein einziges Mal. Ich sollte wirklich in einem das hochladen, wo ich kein einziges Mal sterbe. Ihr wundert euch alle. Und dann kommt der richtige Part. Ich glaube, das mache ich mal. Gack. Gack. Einfach nur Gack. Gack. Kakari 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 kakari. Was passt eigentlich zu der Musik? Okay, was haut's mir jetzt auf den Kopf? Das wundert mich jetzt gerade, dass ich bis hierhin speichern darf. Der Stachel ist sowas von... Okay, nicht der. Keine Sorge, Leute, nicht der. Aber der ist hier sowas von blöd platziert. Wow. Schießt da nicht drauf. Ich trau dem Stachel da nicht. So, also, wie habt ihr euch jetzt das vorgestellt? Jetzt ohne Witz, wie haben die sich das vorgestellt? Soll ich da wirklich? Wow. Also ich meine, wow. Gut, dann mache ich einen kurzen Cut und übe das jetzt einmal. Weil der Sprung sieht brutal aus. Also, kurzer Cut. Was, ihr habt gedacht, ich übe jetzt, obwohl ich es gesagt habe? Glaubt den Typen nicht, ey. Das war schon wieder meine andere Persönlichkeit. Also, wir springen natürlich gegen diesen Stachel, das war klar. Und schaffen dann diesen Sprung hier nicht, weil wir wieder zu unfähig sind, hier hochzuspringen. Und schaffen den Sprung hier jetzt fast auf dem ersten Versuch, weil ich bin Shorty Cuber und ich liebe es einfach, übertriebene Splatter-Effekte eingeschalten zu lassen. Mann! Weißt du was? Ihr seid es, ihr seid meine Zuseher, ihr dürft es sehen. So. Geil! Geig! Kennt ihr Geig? Ich kenn Geig nicht. Oh, Geig! Geige. Yeah! Und so. Also, es geht natürlich jetzt nicht darum, dass ich hier das so schnell schaffe. Nein, darum geht's jetzt nicht. Also, wenn ich hier reinspringe, weiß ich auf jeden Fall, irgend so ein Hadouken-Typ kommt. Habe ich da nicht recht? Der kommt doch vor. Der dreht sich doch da drinnen wie verrückt. An die Stelle kann ich mich erinnern, glaube ich. Glaube ich.
Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, also ich habe die Vorstellung, dass ich das ausschalten muss. Dann muss ich runter. Dann kommt der Typ und dann muss ich es wieder einschalten. Irgend sowas war doch da. Sag ich doch. Boah, ich krieg einen Schrecken, ey. Oh. Ernsthaft? Wieso kann ich... Jetzt habe ich es ausgeschaltet. So. Hopp, hopp und hopp, hopp. Hoffe, dass ich das jetzt so lassen kann. Und hopp, hopp. 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 So. Stimmt das jetzt, was ich gemacht habe? Och, ich muss das in einem Stück schaffen. Na dann, kann ich ja gleich hier oben bleiben. Das ist ja eigentlich nicht so schwer, wenn ich mich nicht so blöd anstellen würde, habe ich das Gefühl. Ah, komm. Na, oh, jetzt habe ich es ein ausgeschaltet. Das Ding ist aber auch blöd platziert, so. Hopp, hopp. Und schwuck. Schwuck. Schwuck, schwuck. Schwuck. Tot. Tot getötet und, weil ich eine Memme bin, wo es wieder oben steht, speichere ich auch oben ab und renne hier wieder rein und ja, ich weiß nicht, was du redest, ich verstehe deine Sprache nicht. Schalte hier wieder ein, weil ich bin schuldig über Hallo und ich versuche hier runterzukommen, ohne zu sterben diesmal. Und ich glaube, das ist auch ein möglicher Bereich für mich. Ich bin schuldig über und ich glaube, ich bin tot. Nein, ich lebe. Kann ich die Dinger... Okay, ihr seid schwul einfach. Ah, hallo. Da bin ich. Oh, da war es noch irgendwas. Ihr seid einfach nur schwul. Okay, na dann. Habe ich ja keine Angst vor euch. Dann habe ich ja keine Angst vor euch. Wieso verrecke ich dann? Darunter ist noch irgendwas. Wie komme ich da hin? Ist interessant. Also, anscheinend habe ich wieder irgendwas übersprungen. Ich stecke fest. Aha! Die freezen mich, die Dinger. Die schwulten mich nicht nur an, die freezen mich auch ein. Ja, ich freeze mich auch ein. Oh, Mann. So. Verdammt. Ich gehe hier sterben. Weil ich einfach Lust drauf hatte. So. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Und danke fürs Rüberschwulen in die Ecke. Das habe ich ja so gern. Das kriege ich nur einmal am Tag verpasst. Und ich liebe es einfach, wenn ich es ein zweites Mal verpasst bekomme. So. Okay. Okay, jetzt werden wir mal ernst hier. I mean, come on. I've gotta be serious now. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Ich wurde angeschwult. Wieso bin ich da durchgeflogen? Ah, und da muss ich wieder runter und dann rüber hüpfen. Okay, also. Ich glaube, ich sehe die Logik hier in diesem Spiel. Falls es eine Logik ist, die sehr logisch ist, dann verstehe ich die Logik nicht. Weil Logik ist natürlich ein Punkt, wo ich hier angeschwult werden muss. Und schwul ist 3 durch 12. Bitte schreibt mir keine Antwort darauf. Bitte. Naja, ich hab's ja jetzt bis jetzt immerhin bis hierher geschafft. Irgendwie kommt es mir vor, ich bin relativ schnell in dem Spiel. Ich meine, ihr könnt mich berichtigen, falls ich wirklich sau langsam bin. Aber mir kommt's ehrlich gesagt so vor, als würde ich relativ schnell hier durchkommen. Aua! Du hast mich in die Stacheln geschmissen! Das ist sehr nett gewesen. Oh, da hinten ist eine Echse. Marissa! Gut, noch ein kleiner Cut und dann geht's wieder weiter. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde mich jetzt schon langsam mit Camtasia richtig gut zurecht. Das Programm hat mich... Es hat mich ein paar Mal enttäuscht. Und ich bin schon wieder angeschwult. Das ist sehr schön. Nein, es ist nicht. Ich bin wirklich sehr zufrieden jetzt im Moment mit Camtasia. Und ich bin zu unfähig, da den Sprung zu schaffen.
hopp, 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 hopp. Schon wieder angeschwult. Hopp, 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 wuss. Ah, gut, dass ich abgeschwult habe. Okay, da muss ich mich beeilen. Da stelle ich mich schnell hier hin. Bin ich jetzt sicher? Vor Wusi? Oh, ich speichere ab. Ich scheine sicher zu sein. Gut, dann springe ich jetzt hier drauf. Spring hier. Okay, das ist eine schlechte Idee gewesen. Die Dinger bewegen sich so schnell. Wo muss ich da hin? So, jetzt entscheide ich mal. Zuerst muss ich hier unten hin. Also, wir schauen uns den Raum hier nur noch an. Ich mache dann nächstes Mal hier weiter bei Castlevania. Super Dingsbums hier. Auch wenn es nicht Castlevania ist. Auch wenn es für mich eigentlich aussieht wie Castlevania. So halbwegs. Ja, Leute, berichtigt mich, wenn ich falsch bin. Also, ich würde sagen, ich würde hier unten anfangen. Natürlich nicht so, wie ich jetzt hier angefangen habe, aber ich würde hier anfangen. Würde hier raufspringen. Würde dann hier ein bisschen herumspringen, bis sich das hier ausgeht. Dann hier rüberspringen. Direkt runter wird sich sogar ausgehen. Okay. Es wundert mich, dass das Spiel mich jetzt in letzter Zeit nicht mehr hinterhältig angegriffen hat. Jetzt ohne Scherz. Hi! Da bin ich drüber gesprungen. Und hopp, hopp. Hopp. Das war gemein. Hopp, hopp. Nicht anschwulen. Ich wurde angeschult. Ich muss hier schnell genug sein. Deck. So, einmal probiere ich es noch. Hey, da muss ich aber auch im richtigen Moment rausspringen. Na gut, mit diesem Teil hier verabschiede ich mich von euch für heute oder für den jetzigen Part, um genauer zu sein. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal hier wieder, wenn ich durch Plattformen durchfliege. Und zwar bei Let's Play I Wanna Be The... Das heißt, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video. Und ja, der ist wirklich da. Und wir sehen uns das nächste Mal bis Let's Play. Ich werde angeschwult von Nog Nog wieder. Bis zum nächsten Mal. Na, das war ein seltsamer Tod. Ciao! Yeah! Splatter-Effekt, ey!